Ahoi, liebe Klemmbaustein-Fans, hier ist wieder euer Captain Baubär und dieses Mal gibt es eine neue Ausgabe und zwar die Dezember-Ausgabe 2021 der Technikvorschau. Worum geht es hier? Ganz simpel. Ich stelle unsortiert, mehr oder weniger nach meinem Gusto, die kommenden Modelle im Techniksegment aller möglichen Hersteller vor. Also sprich, dabei ist Kada, Moldking, Happy Build und Hersteller, von denen ihr noch nie was gehört habt. Ich stelle da sozusagen alles vor, was es gibt. Ich stelle auch Lego vor. Und mit Lego würde ich sagen, fangen wir als erstes mal an. Das ist relativ überschaubar, was wir da bis jetzt wissen. Aber auch da gibt es Infos. Wir haben hier den Chopper. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Ne? Es ist halt so ein kleines Modell. Das kostet 10 Euro, hat 163 Teile. Ich finde es cool, dass es hier eine Kette hat. Es wird Aufkleber haben natürlich. Es ist auch ein 2-in-1 vorgesehen. Ja, das gucken wir uns hier an. Das ist dann hier so ein Crossbike. Das finde ich auch ziemlich cool, dass es halt immer noch 2-in-1 Modelle gibt. Das ist übrigens die 42132 für alle, die sich da irgendwie großartig einen Wert darauf legen, dass es Setnummern gibt. So, hier sieht man die beiden nochmal im Vergleich. Ziemlich cool. Das finde ich ein schönes Mitbringsel. Es ist die Frage, ob man noch einen Chopper braucht, aber läuft. Dann haben wir hier den Monster Truck, so ein Pullback-Ding, 260 Teile, ich glaube, ich bei 30 Euro. Also die Preise sind schon also gesalzen, ne, wie man es von Lego halt kennt. Ist ein Pullback, habe ich schon gesagt. Ne? Ist auch ein 2-in-1 Modell, was auch immer das bedeutet in dem Fall. Aha, das zweite Modell ist ein Formel-1-Wagen. Finde ich lustig, dass das Lego bei den kleinen Modellen immer noch hinkriegt. Hier gibt es ein paar Daten, das sind auch alles Lizenzen, also diese Monster Truck-Reihe ist halt benannt nach, beziehungsweise designt nach vorhandenen Monster Trucks, die in dieser Monster Jam-Serie anfangen. Also dementsprechend, so sieht's aus. Ne? Dann als nächstes haben wir noch einen Monster Truck, 247 Teile, ich glaube liegt auch bei 30 Euro, das liegt alles so bei 30 Euro. Auch ein Pullback, die 42135. Das kommt alles, was ich hier vorstelle, Januar 2022, also sprich am nächsten Monat schon, nächstes Jahr, gleich am Anfang, das ist der El Toro Loco. Auch da gibt es ein 2-in-1 Modell. Da finde ich quasi das B-Modell schon fast geiler, in diesem kleinen Buggy da. Kann man auf jeden Fall machen. Dann gibt es hier den Formula One, 422 Teile, kostet 50 Euro, ist eine Porsche-Lizenz, der 99X, die 42137. Hat kein B-Modell mehr, also sprich, so die 50-Euro-Klasse wird dann kastriert ums B-Modell, das finde ich ein bisschen schade. Ja, es halt, wird viele Sticker haben, sieht man schon. Ja, also hat ein paar weiße Paneele, die ganz interessant sind. Aber das ist halt so Standardkosten. Ne? Ich meine, die roten Paneele hier hinten sind vielleicht auch noch interessant beim Heckflügel. Das war es aber eigentlich. Großartig Funktionen gibt es auch nicht. Ich frage mich immer, warum man sowas macht. Also es ist wirklich so, ich meine, also klar, es ist ein Pullback-Auto wieder, aber das war es ja dann auch schon, ne? Also das ist, ja okay, ist halt für Kinder, stecke ich halt nicht drin. Gleiche Kerbe, Ford Mustang Shelby GT 500, auch natürlich wieder Lizenz, 544 Teile. Wo liegt denn der Preis? Ich mal gucken. Ja, auch 50 Euro. 42138. Ja, hat ist aus Lime Green zusammengeschustert, hat auch ein paar Paneele, die ganz interessant sein dürften. Klar, hier hinten dieser rote Liftarm ist halt dafür da, dass das Ganze nicht kippt, wenn man den so aufzieht, ne? Wenn man den dann loslässt, dass der sich nicht überschlägt nach hinten durch die Traction. Hier wird die einzige Funktion dieses Modells beschrieben, weil Türen öffnen und so weiter kann man sicherlich auch nicht. Ist halt für Kinder, ne? Also ist jetzt nichts, was ich mir kaufen würde, tatsächlich. Ne? Also ist jetzt nicht, ich gehöre einfach nicht zur Zielgruppe davon. Klar kann ich das jetzt bis ins Ultimative schlecht reden, aber das wird natürlich auch nichts bringen. So. Dann haben wir hier das Batmobil. 1360 Teile. Wird ein Huni kosten. Hat vorne hier so ein Lightbrick drin. Wow. Ist nicht motorisiert. Kann man auch nicht motorisieren. Diese Transclear Ice Blue Flames finde ich ganz cool. Ja. Also hat, da ist der Lightbrick drin anstatt eines Motors. Ich meine, hallo. Ja, wird wohl zwei. Ah, gibt es zwei Lightbricks sogar. Okay, gibt vorne und hinten einen. So, hinten ist auch der Motor noch drin mit diesen Eiskolben. Ja, okay.
für Batman-Fans, Batman, sicherlich ganz cool. Ich sag mal so, ne, wenn der irgendwann für 60 Euro auf dem Grabbeltisch rumliegt, und das wird der wird nicht gut laufen, dann nehme ich den mit. Ganz ehrlich, sieht sicherlich schick im Regal aus mit den Lightbricks. Die Räder dürften ganz interessant sein, die Paneele in Schwarz dürften sicherlich auch nicht ganz uninteressant sein. Man kann da schon was draus machen, aber es hat halt mit Technik wenig zu tun. Naja. So, das ist erstmal das, was wir wissen von der Lego-Technik-Welle 2022, erstes Halbjahr, beziehungsweise Januar. Das ist immer ein bisschen wenig, das ist immer ein bisschen mager, aber das richtet sich halt hauptsächlich auch an Kids. Ja, dann ist es halt einfach so, ich meine, Weihnachten ist vorbei. Da haut Lego noch nicht die Flagship-Modelle raus. Ist auch alles okay, ist für mich halt ein Technik-Line-Up, bis auf den Shopper, wovon mich eigentlich nichts interessiert. Der Shopper, den finde ich ganz cool, den kann man mal mitnehmen. Würde mich mal interessieren, wo der preislich liegt. Habe mich gar nicht geguckt. Ja, 9,99, wie ich schon dachte. Okay, wäre super. Schick, 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 schick. So. Jetzt kommen wir zum Mold King. Relative Neuankündigung. Ne? 488 Spider. Spider bedeutet in dem Fall, dass man das Dach abnehmen kann. Also, dass es ein Tager quasi mehr oder weniger ist. Ist ein Mold King-Modell, das relativ frisch angekündigt worden ist. Ich glaube, vor ein paar Tagen. Ist natürlich ein geklautes Mock. Und zwar von Bruno Jensen. Ihr wisst, seht wahrscheinlich auch schon Ähnlichkeiten zum roten Kader-Ferrari, weil es derselbe Hersteller, derselbe Designer. Ne? Das Ding bringt Mold King jetzt raus. Highly restored, enjoy the fun of building. Enjoy the fun of stealing. Ihr seht hier auch hinten an der Heckpartie wurde auch wieder mit diesen Gartenzäunen gearbeitet. Das ist ein klares Trademark von Bruno Jensen. Ist schade, dass Mold King hier nicht um Erlaubnis gefragt hat. Wahrscheinlich hätte Bruno die auch nicht gegeben, weil der wahrscheinlich mit Kader zusammenarbeitet. Das Ding ist beleuchtet. Wird motorisiert mit zwei XL-Motoren, einem M-Motor und einem Servomotor. Entschuldigung dafür, dass ich mir kurz in der Nase rumgepopelt habe. Das hat gejuckt. Ja, dann natürlich ist er ungefähr einen halben Meter lang. Ne? Wie alle diese super krassen halben Meter lang sind. Er ist natürlich relativ niedrig und dafür relativ breit. 25 cm. Das Ding macht im Regal schon einen guten Auftritt auf jeden Fall. Man kann die Türen öffnen. Ne? Wie wir gerade gesehen haben, keine Selbstverständlichkeit mehr. Der sieht halt auch sehr dem Original nachempfunden aus. Das wird wahrscheinlich auch so ein 3000-Teile-Viech sein. Ich habe jetzt nicht bei der Rebrickable-Page geguckt, wie viele Teile das wirklich sind. Man kann das Dach hochklappen, man kann die Motorhaube im Heck, das Engine Cover, kann man hochklappen, klar. Und man kann die Sitze vorn zurückklappen. Also es ist so ein, von der Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut ist, ist das ein ganz klassisches Bruno Jensen Modell. Man erkennt es auch, seine Design-Trademarks. Finde ich cool. Wäre halt cool, wenn sie sich die Lizenz von Bruno Jensen geholt hätten. Haben sie aber nicht. Dann geht's weiter. Ihr wisst es ja, ne? Wenn ihr Infos haben wollt über die wunderbare Welt der Klemmbausteinalternativen, auch um die wunderbare Technikwelt, dann gibt es eine Webseite, die ich auch immer wieder ansurfe, weil die einfach alles abbildet, was es gibt. Und der Markt ist riesig. Es gibt so viele Hersteller. Gefühlt kommt jeden Monat ein neuer dazu. Dann ist es brick4.com. Ja? Meine Kudos auch an die an dieser Stelle, dass sie das alles so zusammentragen. Natürlich ist das Ganze in Chinesisch, weil es von Chinesen gemacht ist. Ihr könnt das Ganze mit Google Translate ein bisschen umsetzen, übersetzen lassen, dann kommt ihr auch damit besser klar. Ich selber benutze die Seite mittlerweile so lange, dass ich die im Schlaf bedienen kann. Also deswegen. Okay, fangen wir an. Heavy Build. Feuertruck. Ist ja gerade en vogue, ja. Also Mold King hat einen. TJL hat einen, dann hat jetzt Heavy Build auch einen. 5133 Teile stark, also ist schon ein ordentlicher Kaventsmann. Es ist kein Shiny-U-Modell, es ist einer aus dieser XQ, QC, irgendwas Serie. Ihr seht, ich kenne mich aus, ich bin Vollprofi. Ist die YC23004. Ja, es ist ein 1 zu 10er Maßstab. So sieht es aus. Hier ziemlich detailliert ausstaffiert im Inneren. Hat natürlich hier oben eine, ja, eine Löschlanze. Spritzlanze, whatever. Mit angeblicher Wasserspray-Funktion.
Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so ist. Ich bin bei Happy-Build-Modellen, wo nicht Shine New draufsteht, sehr skeptisch, ob das ein Originalmodell ist oder ob das irgendwo ein gemobster Mock ist. Ich würde mal davon ausgehen, dass das so ist. Ja? Damit wir uns dann nachher nicht überraschen. V8-Engine, das Ding kann 360 Grad rotieren. Es gibt ironischerweise relativ viel Motoren in so einem Modell. Ne? Es gibt hier noch so ein Special-Modul. Keine Ahnung, was es sein soll. Wahrscheinlich ist es die Wasserpumpe. Wildes Guessing-Game von mir. Wildes, wildes Guessing-Game. Es sind zwei XL-Motoren drin, 3L-Motoren, Servomotor, dann sind da Carbon-Achsen drin, eine Lithium-Ionen-Box. Ich wünschte, man könnte das irgendwie, die Grafik, aber die sind halt einfach von der Auflösung her leider so. Ja, gut, wie groß die Box ist, interessiert mich nicht. Das Ding ist auf jeden Fall amtlich. 50 cm, 25 hoch. Lässt sich auf 85 ausfahren. Ist cool, ist aber auch nicht zu groß. Ich finde, die Größe an sich ist in Ordnung, um es noch ins Regal stellen zu können, um es rauszuholen. Es ist so groß wie die 6x6 G-Klasse, die ihr hinter mir seht. Das ist schon voll in Ordnung. Da muss man jetzt nicht großartig fürchten, dass einem das komplette Regal verstopft. Ja, nicht so wie, keine Ahnung, der Flagship-Tow-Truck von Mold King, der ja auch ein geklautes Mock von Lucius Witch ist. Ja, natürlich kann man die Türen öffnen, natürlich kann man das Topcover öffnen, natürlich gibt es diese ganzen Details da drinne, dass man die Türen öffnen kann und so weiter, ist alles klar. Dann werden natürlich auch wieder viele Aufkleber dabei sein. Wenn ich nicht schon so absurd viele Sets auf Halde liegen hätte, die ich noch bauen muss, dann wäre das auf jeden Fall für mich ein relativer No-Brainer, weil es halt eben auch mal wieder ein Modell ist, was es so selten gibt. Sagen wir einfach so. Ne? Es ist aber auch wieder, man sieht hier ganz gut. Ein Hersteller kommt mit einem Modell raus, das läuft im Markt gut, das hat auch eine große mediale Akzeptanz bei uns YouTubern und schwuppdiwupps purzelt quasi der Rest nach. Ja, der Rest bringt dann quasi raus. Das ist logisch. Ne? So funktioniert halt eine Marktökonomie. Wenn was gut läuft, dann kommen die Nachahmer ganz schnell. Dann haben wir von TJL oder Tangioli oder wie auch immer sie heißen, ich nenne sie jetzt einfach TJL, weil das einfacher ist, ein Raptor. Ihr wisst, Lego hat auch einen Raptor auf dem Markt. Das ist der Raptor, den ihr kaufen solltet, meiner Meinung nach. Also nicht der Lego Raptor, sondern den, den ich hier gerade euch zeige. Der hat 3249 Teile. Das ist eine Ansage. Er hat hier ganz dreist Ford-Sticker drauf, obwohl er keine Lizenz haben wird. Auf gar keinen Fall. Egal, was euch die Leute erzählen, das Ding wird keine Lizenz haben. Und wenn ihr ein Video seht von Bluebricks, wo das dann wieder schon irgendwie 250 Mal erwähnt wird, nein, keine Lizenz. Das Raptor-Logo, das sie da drauf drucken, dieser Karton. Wenn er mal im deutschen Zoll landet und da habt einen Zöllner, der ist picky, dann ist das Ding weg. Werdet ihr nicht haben, weil ihr seid kein, seid nur Privatimporteur. Ja? Ihr werdet dann auch nicht in den Knast gehen, wenn das Set beim Zoll aufschlägt, weil ihr das privat importiert. Das wird einfach vernichtet und ihr habt dann Verlust. So. Ne? Weil es gibt da immer wieder Menschen, die behaupten, dass wenn man als Privatmensch solche Sets importiert, und die bleiben beim Zoll hängen, dass man dann mit Strafen zu rechnen hätte und so weiter. Nein, prinzipiell erstmal nicht, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Na, also wenn jetzt Ford euch nicht verklagt, dann würde alles gut laufen. So, man kann natürlich die Motorhaube aufmachen, man kann natürlich hinten das Compartment aufmachen, also die Travelbox, nennen sie das da, also die Abdeckung für die Pritsche. Ja? Es ist das Big Cap. Big Cap heißt immer, dass man quasi oder King Size Cap nennt man das auch, dass man im Endeffekt nicht nur vorne zwei Sitzplätze hat, sondern quasi noch die Kabine verlängert ist und man hinten auch nochmal zwei Sitzplätze hat. So, also da wird natürlich dann die Pritsche, also die Ladefläche kleiner. Das ist dann eher so ein Modell für den Showroom. Das ist allgemein, der Raptor ist allgemein ein komplett schwachsinniges Modell, ne? Ökologisch gesehen und auch ökonomisch gesehen. Das Ding ist nur ne, um den kleinen Pillemann zu kompensieren, auf gut Deutsch. Ich finde, die Farbe hätte man auch eine andere wählen können. Ich weiß aber, dass TJL dieses schöne Produkt auch noch in einem dunkleren Rot anbietet. Also man hat die Auswahl. Das, was Lego nicht hinkriegt, kriegt TJL hin. Es ist übrigens nicht beleuchtet, ja, also lasst euch nicht davon einlullen, das stimmt nicht. Das ist ja auch nur das ist die reale Vorlage. Es sind natürlich dreimal so viele Teile drin wie im Lego Pendant. Und dementsprechend detaillierter ist das Ganze. Ne? Es ist, ja, es ist eigentlich so, hätte man sich den von Lego gewünscht. Ja, so. Steht da irgendwas noch zur Motorisierung? Nö. Er ist auf jeden Fall riesig.
Ne? Also er ist über einen halben Meter lang. Das ist auch Platz, das man erstmal im Regal haben muss. So. Ich finde ihn sehr gelungen. Ich finde die Details cool. Der ist gefedert. Der wird wahrscheinlich motorisierbar sein. Das steht jetzt hier nicht drauf. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, ist ja immer alles motorisiert bei denen. So, dann haben wir hier. Ach Gott. Von. Keine Ahnung. Ich habe es nur mit reingenommen, weil ich es ganz cool fand. Ist halt so ein Liberty Walk Umbau von einem Ford Mustang, würde ich sagen. Ne? Hella Flush, Black Warrior. Ja, also keine Ahnung, wann, wie und wo dieses Modell jemals auftauchen wird. Ich habe es mal reingenommen, weil es mal ein bisschen wieder was anderes ist. Klar, die Liberty Walk-Dinger hat man auch mittlerweile bis zum Erbrechen drin, das aber trotzdem, ne? Keine Ahnung. Hier steht nichts. Keine Teilenummer, gar nichts. Naja. Weiter geht's. Ha, guck mal. Ein Set, das ich nur der Vollständigkeit halt halber reingenommen habe. Achco macht jetzt anscheinend auch in großen Technik-Supercar-Modellen. Keine Ahnung, wie die Teilequalität ist. Keine Ahnung, ob das überhaupt was taugt. Es ist hier auch ein Lamborghini Sian. 2088 Teile. Also eine etwas unterkomplexes Version des zum Beispiel Lego-Vorbilds, sagen wir es mal so. Braucht kein Mensch. Ja, also wenn ich noch einmal ein Bugatti Chiron. Ein Bugatti Veyron oder ein Lamborghini Sian sehe als Technikmodell von irgendeinem Hersteller, das wird hier nie mehr auftauchen. Das habe ich nur reingenommen, weil Achco jetzt anscheinend auch große Technikmodelle macht. Dann haben wir hier von ja, Caillou, Kavi, Kaji, irgendwas. Ein 1 zu 10 Modell, ein BMW i8S, finde ich cool, weil BMW gibt es relativ selten als Modell. Wird auch keine Lizenz haben, ne? Lasst euch da nichts erklären. Komplett schwachsinnig. Sieht ziemlich gut getroffen aus, wie ich finde. Ist auch mit der App steuerbar. Kann man auch programmieren übrigens. Das ist auch so eine Sache. Ich habe das mal gemacht. Ne? Also so ein Dritthersteller, Fremdhersteller, Alternativhersteller-Modell von, ich glaube, Moltking war das, mit der App programmiert. Boah, es funktioniert so leidlich. Ne? Ich würde da jetzt nicht großartig das als Feature anpreisen. Klar, es gibt einen vollständigen Motor, der ist gefedert. Ach, hier gibt es rote Motoren. Lustig, und so eine komische Remote Control, die ich noch nie gesehen habe. Okay, hier wird nochmal die App erklärt. Ja, gut, das ist natürlich klar, dass die ganzen Alternativhersteller auch inzwischen eine App haben, weil ne, das Vorbild ist und bleibt immer noch Lego für die. Hier wird nochmal die Funktion erklärt. Also, ich gehe mal davon aus, dass es eine Hand-of-God-Steuerung hat. Das heißt, das Lenkrad dreht sich mit, wenn man das Modell steuert. Die Details sind cool von den Scheinwerfern. Es ist gefedert. Ja, mit einem Federelement. 2110 Teile ist eine gute Größe für so ein Supercar, Sportscar, Technikmodell in diesem Halbmeter-Maßstab 1 zu 8, 1 zu 10. Particles of Everything. Ach Gott, die können einfach kein Englisch. Naja, egal. Ich finde so, der Kader Ferrari war schon eigentlich zu viel. Das waren schon zu viele Teile. So 2.500 Teile finde ich immer ganz gut. Das lässt sich dann relativ flott bauen. Na, so wie hier der Toyota Supra von Happy Build. Toyota Supra, der Toyota GT86 von Happy Build, den ihr da hinten seht. Den ich übrigens, ich habe hier noch Motoren gekauft, motorisieren werde. Und fernsteuern. Ich habe hier auch noch einen Servomotor gekauft. Ich habe natürlich noch einen zweiten von den Buggy-Motoren gekauft. Alles cool. Gehen wir weiter. Ne? Wir müssen ja hier auch ein bisschen vorankommen. Dann gibt es hier von Sembo. Ein sehr cooles Modell finde ich für so ambitionierte Kinder und so Jugendliche, die noch Technik bauen wollen. Die 74760, 1481 Teile stark. Es lässt sich motorisieren, wenn man das möchte. Es kommt aber erstmal ohne Motorisierung. Es sind wohl auch noch Additional Add-ons geplant. Oder kann man die daraus bauen? Daraus werde ich nicht schlau. Oh, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, man kann hinten was ransetzen, man kann vorne noch was ransetzen. Es ist ein super schönes Technikmodell, was halt einfach Funktionen hat, was so ein bisschen den Geist von Technik hervorhebt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Qualität der Teile ist. Ich weiß, dass Sembo stellenweise auch bei Gobrix die Teile kauft. Das könnte ein Vorteil sein,
weiß ich nicht so genau. Es ist auf jeden Fall so, dass das Modell natürlich auch manuell funktionieren muss. Es, finde ich, ist ein sehr schönes Technikmodell, das man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ich bin auch kurz davor, das zu kaufen, wenn es rauskommt, damit man es auf meinem Kanal mal vorstellen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob diese weiteren Landmaschinen dabei sind. Ich gehe aber mal stark davon aus, weil es wirkt so, als ob das im Set enthalten ist. Und ich hätte sonst auch Probleme, mir vorzustellen, wo sie 1500 Teile verbauen wollen, weil das sieht ja alles relativ simplifiziert aus, ne? Also, ja. Aber cool. Ne? L-Motor habe ich da, Servomotor habe ich da, Batteriebox habe ich eh da. Würde ich dann auch nochmal motorisiert, glaube ich, zusammenschustern. Es wird hier nochmal irgendwie großartig was erklärt. Nö. Okay, also auf jeden Fall auf meiner Liste der Sets, die mich interessieren. Ja, das Modell kennt man eigentlich schon. Also das gibt es auch schon mehrfach präsentiert. Da gibt es auch schon Testvideos zu. Das ist der Kada Wings. Das ist so ein, ja, Midsize Sportcar-Modell, obwohl der auch nicht gerade klein ist. Ne? Also hat schon eine gewisse Größe. 1821 Teile stark. Kostet so, ich glaube, ein Huni oder so. Lässt sich noch nachträglich motorisieren, wenn ich das richtig weiß. C63002. Ist schon auf dem Markt. Ist Pagani Huayra oder Pagani Sonder irgendwie. Also irgendein Pagani-Modell nachempfunden. Gibt ja nur zwei. Ist, glaube ich, ja, ein Sonder soll das sein. Ja, finde ich ganz cool. Ist jetzt aber auch nichts, was, also, was ich jetzt großartig weiter bemerkenswert finde. Ihr seht, wenn ich Militärmodelle schon reinpacke, ich bin desperate am Suchen nach Alternativen zu irgendwelchen Super Sportwagen, Hypercars, Luxury Cars. Ne, ihr wisst schon, der Markt ist voll damit. Kein Mensch braucht so viele Modelle. Vor allem nicht, ich brauche nicht von 12 Herstellern ein Bugatti oder ein Lambo oder ein Ferrari. Das ist dann einfach irgendwann durcherzählt, die ganze Geschichte. Moleking hat hier nochmal ein schönes Militärmodell, den CJ-10 Cruise Missile Launcher. Ja. Mit der schönen Z-Nummer 20008. Ne? Das Ding ist ein, Klo also ist ein Klopper, ne? Man kann die Kabine abklappen, man kann natürlich die, na, wie heißt das hier? Raketenabschuss, Rampe kann man hochfahren, also kann man kippen und neigen, ja, ne, hoch runterfahren, meine Güte. Ja, boah, da kommen dann auch irgendwie Raketen raus, ja, okay, kann man die abfeuern, weiß man nicht. Das Ding ist motorisiert, hat zwei Batterieboxen, ah, ja, oh, wenn Moleking zwei Batterieboxen verbauen, ne? Da muss man immer umschalten und so. Das Ding ist 84 cm lang, also es ist für den ganz schmalen Auftritt im Regal. Ihr seht da hinter mir nur, das ist ein Iwas in 80er Breite. Das Ding ist dann voll. Ein Servomotor, 7 L-Motoren sind da drin. Ne? Ah, okay. Ja. Ich bin mal gespannt. Das Ding ist, es ist nicht die 6-Kanal-Batteriebox von Moleking verbaut. Ja, die würde ja hier durchaus ein bisschen Sinn machen, ist nicht verbaut. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ein geklautes Mock ist. Ganz einfach, weil das Moleking in diesem Komplexitätsumfang immer irgendwas klaut. Das sind 4848 Teile. Ist schon krass. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde natürlich, es ist ein Militärmodell, es macht mich null an. Ich glaube, das Camouflage und auch alles Aufkleber. Ja, würde ich mal von ausgehen. Ich glaube nicht, dass das bedruckte Paneele sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube nicht, dass das Moleking bei Grubrix bedruckte Paneele in Auftrag gibt. Es ist ein Modell, was ich mir niemals kaufen würde. Aber es gibt's halt, ne? Das haben wir ja was anderes wieder. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch mit den fetten Modellen. Weil tatsächlich, das ist es mehr oder weniger an den großen Modellen. Also alles über 1500 Teile. Jetzt kommen wir halt zu diesem kleinen Killefit-Kram. Ne? Im Sembo hat man wieder ein paar Sportwagen im Angebot. So alle so 1500er, 1000 Teile rum, Geschichte so. Allem optional motorisierbar. Pff, ja, ne, ich blätter die jetzt einfach mal durch. Den finde ich cool, weil das ist halt, ne, so ein altes Le Mans-Rennauto. Also von der Farbgebung her ist ja so ein Martini. Porsche könnte das sein oder Ford-Renner. Aber nee, es wird wahrscheinlich eher ein Martini-Porsche sein, dem das nachempfunden ist. Finde ich cool. Würde ich mir auch nicht kaufen.
Ne? Aber klar, dann gibt es hier, das finde ich ganz lustig, gibt es ein Smart. Natürlich in so einem Pink, ne? Weil Sembo denkt sich, ach, ein Smart, das können nur Frauen sich dafür interessieren. Also, wir machen das Pink, weil Pink spricht ja Frauen an. Ja, ist ein Pullback-Ding. Ich habe es mal mit reingenommen, weil es ganz lustig aussieht. Ne? Braucht eigentlich kein Mensch. So. Dann bringt Kader den Humvee nochmal raus, den sie ja schon in riesig rausgebracht haben. Den gibt es jetzt hier in 1 zu 14 Scale mit so ungefähr demselben Funktionsset, aber halt komplett simplifiziert mit dieser, also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen könnte, dass diese Fernbedienung, die man freiwillig in die Hand nehmen wollen würde, der über 12 Jahre alt ist. Also das Ding sieht so scheiße billig aus. Aber ich meine, das ist beleuchtet und es kann fahren. Und es hat halt hier diese Base, ne? Ist jetzt halt auch wirklich für Kinder. Ich finde es aber cool, wird wahrscheinlich preislich im Markt so bei, keine Ahnung, 60 € liegen, ne? Wenn, also, wenn man es in Deutschland kauft, wenn man in den Bluebricks-Laden geht und den Karton rauszieht, 60 €. Ist wahrscheinlich für 30 oder so aus China importieren können. Dann finde ich ganz cool von Happy Build so ein. Ja. Schraubenzieher. Schraubendreher, Entschuldigung. Eine Bohrmaschine könnte man auch sagen. Und ein Akkuschrauber. Ja, ein Akkuschrauber. Dann einigen wir uns mal auf Akkuschrauber, dann haben wir es auch endlich mal alles durch. Ja. 1000 Teile stark ungefähr. Motorisiert. Finde ich cool. Ist ein nettes Gimmick. Kann man sich schön ins Regal stellen. Kann man Kindern erklären, wie es funktioniert. Es gibt noch eine kleine Werkzeugkiste mit dazu, beziehungsweise so ein Distrainer, also so eine Verstaubox, ne, wie es das auch von Makita, Bosch und so weiter gibt. Ne? Von der Farbgebung her, blaue Bosch könnte man sagen, oder halt eben könnte auch eine, wie heißen die denn? Hitachi? Ja, Hitachi baut, glaube ich, in Japan zum Beispiel. Solche Akkuschrauber. Ist auch von der Größe her nicht gerade klein, ne? 40 mal 20 mal 22. Nice, nice. Ist ein Shiny U Modell anscheinend. Also ist ein Originalmodell, was nur so bei Happy Build gibt. Finde ich von der Idee her super drollig. Ne? Gibt es halt eigentlich auch noch nicht. Ja, cool. Dann gibt es hier von Kada, gibt es hier nochmal so fahrende Dinos. So 2 Stück. Haben so 350 Teile rum, roundabout, 300, 350 Teile. Ja, finde ich ganz lustig, ne? Also kann man auf jeden Fall machen, sind auch irgendwie ferngesteuert. Ist für Kinder halt ein super Gag, ne? Ist auch mal was anderes zum Auto. Ja, und dann gibt es hier, habe ich jetzt nochmal stellvertretend gemacht von Kada, auch noch immer so ganz kleine Sportwagen. Ja, so 300, oh, das Ding hat 1200 Teile, okay, also so 1200 Teile rum. Ist ein Bugatti. Braucht man nicht, gibt es schon hundertfach, aber hier nochmal in so einer mittelgroßen Version. Dann gibt es von Mildking noch den Hurricane, das ist so ein Buggy. Der ist meiner Meinung nach ziemlich gut motorisiert mit 2 Buggy-Motoren. Also das Ding wird richtig aufgehen. Ein Servomotor drin, Batteriebox, was man halt so braucht. Bunte Sticker sind dabei. Ist ein Originalmodell von Mildking, also mir ist kein Mock bekannt, auf dem das basiert. Ja, wird sicherlich Spaß machen, 708 Teile, wenn man das Ding irgendwie, keine Ahnung, für 45 € aus China bekommt, dann kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Ist auch ein guter Teilespender danach für Motoren und Federelemente und Paneele und so. Ich liebe Buggys, das wisst ihr, ne? Also meine Geschichte ist ja, sollte immer ein Buggy im Regal stehen haben. Ich habe sie gerade alle verkauft, scheiße. Also dann, der Hurricane wird wahrscheinlich, ne, mein nächstes Set werden. So. Dann geht's weiter, dann haben wir hier von Mojo Block, haben wir hier noch so einen Formel-1-Renner. 1500 Teile stark, oder? Ja, 1300 Teile stark. Klar, wird es auch wieder motorisiert geben. Wenn man noch einen Formel-1-Renner braucht, hier gibt es nochmal einen. Ne? Ja. Dann, genau, das ist der Aufhänger. Das ist die kleine Sportwagenserie von Kada, so 300 Teile stark, kann man mal mitbringen, wenn man ein Geschenk braucht für einen technikaffinen kleinen Jungen oder ein technikaffines kleines Mädchen. Finde ich cool. Natürlich alle ohne Lizenz, lassen sich ja wahrscheinlich aber alle gut bauen, deswegen go for it. Dann haben wir hier noch so eine, ja, von Kenny World, keine Ahnung.
Die K96130, 86 Teile stark. So ein Murmel-Ding. Also so eine Murmeltreppe, die motorisiert ist. Mit so einem, ich glaube, es ist ein M-Motor oder ein L-Motor, weiß man nicht. Mit einem USB-Plug dran. Das finde ich ganz interessant tatsächlich. Ja. Ist halt mal was anderes, ne? Also ihr seht schon, ich suche nach Modellen, die auch mal was anderes, eine andere Range bedienen. Finde ich ganz cool von der Idee her, ob es wirklich gut funktioniert und ob es so Sinn macht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Kugeln, die werden hochtransportiert, ne? Weil hier sieht es so aus, als ob die so rausfliegt. Hier sieht es so aus, als ob sie nach unten kullern. Vielleicht kullern sie erst nach unten und werden dann rausgeschossen und wir gehen dann wieder nach oben. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier noch, ach, wir haben noch ganz viele Roboterchens, ne? Also hier haben wir so eine Art, so einen Panzer. 430 Teile stark, auch wieder von Kaiju, Kaiwi, Kaiji. Nennen wir die Kaiji einfach. Ja, wie nennen sie jetzt Kaiji? Ob sie so heißen, ist mir egal. Motorisiert, programmierbar. Ja, ne? Ganz nett mit so einer Zweikanalbox. Eine kleine Fernbedienung ist auch dabei. Kann man machen. Oh Gott, wir haben ja noch ein bisschen was. Mold King macht es auch. Ja, das ist immer so angelehnt natürlich an eine gewisse Serie von Lego. Oh, wir kennen sie alle. Ja, Nummer 5 lebt. 500 Teile, motorisiert, programmierbar. Ja, gibt kein B-Modell davon. Finde ich immer ein bisschen schade. Aber gut. Hier das Ganze nochmal von Kiji, Kaiji, Kuji. Wir hatten uns gerade darauf geeinigt. Ich habe es wieder vergessen. Ja, auch motorisiert, programmierbar. Ne, kann man machen. Dann hier Nissan Skyline, natürlich wieder so als simplifizierte kleine Version. Ja, ne, auch mit so einem, da ist so ein Powerblock drin, der ist auch natürlich von Lego abgekupfert. Kann man auch machen. Das Ganze gibt es hier nochmal als Tricycle. Dann gibt es hier nochmal einen Desert Storm Panzer oder irgendwie sowas. Der ist so ein bisschen nachempfunden von Command & Conquer. Kann man auch ganz gut machen, ist halt auch mal was anderes zu den zur ewigen Hypercar-Flaute, ne? Hypercar-Angriffswelle, die auf uns zurollt. Ja, so sieht's aus. Finde ich cool. Hier gibt es nochmal einen Feuertruck. Keine Ahnung, warum der hier reingerutscht ist, weil den gibt es schon ein bisschen länger. Aber anscheinend ist der jetzt wieder neu auf dem Markt. Von, wie heißen die? Cuisillé oder so? Ja, irgendwie so. Naja. Dann gibt es von Decool noch so einen kleinen Jeep. Auch süß. Ne? Immer so kleine Mitbringsel, wenn man. Ne, das Sand Green finde ich ganz cool. Das motorisiert halt diesen Powerblock. Ne? Der sieht nicht umsonst so aus wie der von Mindstorms. Ja, die gleiche Form. Naja, so nichts Weltbewegendes. Von Kada gibt es noch aus dieser Cyberpunk-Serie noch so ein Motorrad, finde ich auch ganz cool. Und dann gibt es von Kada so eine kleine, so eine ganze Welle an kleinen Baufahrzeugen. Ja, alle so zwischen 400 und 700 Teile stark. Immer so zwischen, ich glaube, 30 und 40 Euro. Irgendwie sowas. Alle manuell bedienbar. Hier haben wir einen Kran, hier haben wir so einen großen, ja, Minentruck sozusagen, so einen großen Kipper. Dann haben wir hier noch einen kleinen Gabelstapler, ne? Ihr seht auch schon so knapp 400 Teile. Hier haben wir noch einen kleinen Bagger und hier haben wir noch einen kleinen Radlader. Das finde ich ist eine coole Idee, dass sowas auch in klein gibt. Man muss das nicht immer so als 2000-Teile-Stück haben, damit man halt eben die Baustelle auch ordentlich bestücken kann, die das achtjährige Kind sich gerade baut. So viel dazu. Wie immer gilt, ich habe keine Ahnung, wann diese Modelle rauskommen. Ich kann euch zum Beispiel sagen, dass diese Kader-Modelle, die sind schon im Markt erhältlich. Prinzipiell ist es aber so, wenn ihr ein Modell seht, was ich euch hier vorstelle, ist das wahrscheinlich innerhalb von 4 Wochen auch verfügbar. Bei Lego weiß man das natürlich, weil Lego macht sich da Gedanken und hat einen Katalog und hat Release-Dates und so weiter. Das haben die hier alle nicht. So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Kritik, Anregungen, Vorschläge, Ideen habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten abonniert diesen Kanal, macht die Glocke an, spread the word, ich würde mich freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Captain.